Hallo Leute, willkommen bei Aufstieg der Kartoffel, einem LS19 Mini-Let's Play mit dem Grimme-DLC auf der Karte Merlot. Werden wir dem Pleitegeier entkommen und schaffen wir es, einen profitablen Kartoffelhof aufzubauen? Dies ist Teil 21. Ja, wir testen hier gerade den Roper. Den Keiler von Roper. Jo, der hatte eben schon gesagt, er ist fast voll, er will dann abgetankt werden, aber soweit ist er noch nicht. Ich denke mal, ich kann schon mal mit meinem Kartoffellader anrücken. Da nehmen wir unseren Fendt. Auf jeden Fall wird mir so ein Bunkerruder viel Arbeit ersparen. Ah, jetzt hat Helfer F einen vollen Korntank. Gut. Dann kümmern wir uns da gleich mal drum. Ich hoffe, ich passe da überhaupt runter. Das sieht so klein aus, so niedrig. Geht gerade so, aber hier... hat keine Kollision. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann ist die Welt ja in Ordnung. Und dann gucken wir mal, ob der von selber weiterfahren kann oder ob man da wegfahren muss. Naja, Helfer F wird durch ein Objekt blockiert. Gut. So, dann soll er mal weitermachen. Und wir kümmern uns um das Einsammeln. So. Oh, ihr hattet mir auch vorgeschlagen, ich könnte mir ja einen Kartoffelschwader bauen, der liebevoll die Kartoffeln zu einer größeren Schwad zusammenschwadet. Ja, die Idee ist eigentlich wunderbar, könnte ich hier wirklich gebrauchen. Da müsste ich nicht immer so oft auf und ab fahren. Aber ich glaube, mir reicht's fürs Erste schon, dass ich hier so einen unrealistischen Kartoffellader gebaut habe. Und so ein Kartoffelschwader wäre, glaube ich, noch unrealistischer. Und darum werde ich da erstmal drauf verzichten. Aber prinzipiell finde ich die Idee sehr gut. Ginge bestimmt auch. Da müsste man wahrscheinlich nur bei einem Schwader irgendwo an irgendeiner Stelle, wo sowas wie Food Types oder Fir Types steht, statt Gras und Heu steht da bestimmt und so, schreibt man dann Potato hin. So ähnlich habe ich das ja hier auch bei diesem Kartoffellader gemacht. So, ich hoffe, wir kriegen heute gute Preise. Wir warten mal kurz ab. Der will gleich abladen.
So, gleich dürfte auch voll sein. Ja, wenn man das hier so zu zweit macht, also ne, eigentlich zu dritt, mit... Ah, voll. Mit diesem Erntegerät, das so schön schnell fährt, und einem Bunkerruder und dann mit dem Ladewagen, da kann man schon so eine Kartoffelernte zügig durchziehen. So, jetzt schauen wir mal nach dem besten Preis heute. So. Oh. Berthas Imbiss, na, die hat aber, die will tatsächlich Kartoffeln. Tja, nachdem sie gestern so eine Schlappe hatte. Wie war das ja? Ich habe, glaube ich, mit ihr vereinbart, dass sie künftig 2 Kisten von mir abnimmt. Die sollte ich ihr auch anbieten, aber ich kann ihr jetzt schlecht meine 30.000 Liter andrehen, nur weil sie vorher den Großeinkauf gekauft hat. Sie hat ja schon ganz viele Kartoffeln, aber sie hat gesagt, okay, sie nimmt jetzt 2 Kisten am Tag von mir an. Und ich fahre jetzt zur Getreidemühle und das ist, glaube ich, die da, genau. So. Ups. Aha, und Helfer I glaubt fertig zu sein. Das werden wir gleich mal überprüfen. So. Ja, und wartet der? Nee, der arbeitet noch. Und hier, das sieht fast so aus, als wäre er tatsächlich fertig. Gut, sehr schön. Können wir den auch gleich mal wegfahren. So. Na, das hat er wieder schön zackig gemacht. Vielleicht sollte man so einen Keiler so ummodden, dass der auch mit 15 Stundenkilometer erntet. Ja, oder gleich mit 25. Nee, das wäre wirklich übertrieben. Aber so ein bisschen schneller wäre schon nicht schlecht. Aber gut, dann kommen wir natürlich immer weiter in den unrealistischen Bereich rein.
So, dann sollte ich den auch bald mal wegfahren, damit ich da dran komme. Einmal auf und ab geht noch ohne. So. So, dann fahre ich mal ein bisschen zur Seite, damit ich da dann später auch gut drauf wenden kann. Und fahre den mal weg. Ah, und dann stehe ich natürlich meinem Bunkerruder im Weg. Den muss ich mich sowieso wieder kümmern. Ja, wie nett es hier durch so eine Art Trichter fällt. Ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil hier oben ist es halt breiter als da unten und da kann man dann gezielter das ausleeren. Ja, die kann ich auch gleich schon verkaufen. Das machen wir doch glatt. Jawohl. Ja, jetzt haben wir schon über 200.000. Das ist gut. Fast 18.000 haben wir eingenommen. Also finanziell können wir uns auch den Keiler leisten. So. Ja, jetzt kommt der nach Hause. Ja, und der ist ja nicht nur schneller, also der erntet ja mit 15 Stundenkilometer, sondern der hat auch eine breitere Erntebreite. Das gucken wir doch gerade mal. Aber er sammelt halt die Kartoffeln nicht auf. Nee, stimmt gar nicht. Ist nur 1,5 Meter. Gefühlt ist er irgendwie breiter. Naja, das ist also dann praktisch nur die Geschwindigkeit und das macht schon eine ganze Menge aus, finde ich. So. Nein, ich wollte putzen. Jawohl, so ist recht. So. Hat der einen Frontlader? Nee. Ah, aber der Güldner hat ja einen Frontlader. Dann kann ich damit die Kisten an die Bertha verkaufen.
So. Mit dieser Kartoffelwasch- und Sortieranlage, also es sind zwei Sachen, frage ich mich auch, wo ich die hin platzieren soll. Vielleicht hierhin, wo dieses Gebäude ist, weil das benutze ich ja gar nicht. Aber dann muss ich mal gucken, ob ich das verkaufen kann oder ob ich das im Giants Editor rausschmeißen muss. Das muss ich im Giants Editor rausschmeißen. Ist fest eingebaut. Schade, schade. Weil da weiß ich noch nicht, wann ich dazu komme. So. Okay. So. Jo. Und dann gleich noch eine. Na komm. So, ja, so ist schön. Wunderbar. Ja. 4000 extra. Ich meine, gut, wir hätten auch was verdient, wenn wir die Kartoffeln anderweitig verkauft hätten, aber ja, ist ein guter Preis gewesen. So. Wie sieht's aus? Ja, da läuft's prima. Dann sammle ich jetzt hier mal die Reste ein. So. Gucken wir mal, ob die Preise immer noch gleich sind. Kartoffeln. Ich glaube, das ist sogar noch gestiegen. Oder? Na, auf jeden Fall haben wir einen guten Preis gekriegt. Aber die Getreidemühle zahlt auch gut. Und dann können wir hier gleich wieder anbauen. Mit unserer tollen Legemaschine. Ja. Ich meine, so gut wie das finanziell gerade läuft, haben wir dann selbst, wenn wir uns unseren Bunkerroder kaufen, noch Geld übrig. Das ist auch gut so.
So. So, der ist ja kaum schmutzig geworden. Super. So. Den habe ich hier ganz schön schepp. Ah nein, ich wollte mit dem Case fahren. Dann tappe ich mich dahin. Okay. Den hier habe ich ganz schön schief reingestellt. Aber so geht's, man kriegt ihn so bestimmt raus. Gut, jetzt wollte ich zur Seemaschine. Gut, und die füllen wir nochmal auf. Ja, jetzt ist wieder die Frage, wie komme ich da am besten hin? Ah, und man muss die hier noch weiter ausklappen. Aber es kann sein, dass ich dann nicht mehr gut an... Ja, wahrscheinlich habe ich dann Probleme, da dran zu kommen. Ich probiere es mal. Huch, jetzt klappt er sich von selber wieder zusammen. Hey, sollst du gar nicht. So. Ja, der ist schon etwas irritiert. Die Förderschnecke. So, so wird das nix. Vielleicht so. Ich guck mal. So. Tja, tut was, aber... Jetzt lädt er aus. Super gut. Wunderbar. Na, da passt ordentlich was rein. So. Gut, oh, der will schon wieder abgeladen werden. Das machen wir doch gleich mal. Ach, ich musste erst grubbern. Super. Aber gut, dann ist er schon mal vorbereitet hier, die Legemaschine. Naja, darum wollte ich ja den Frontgrubber. Okay, vielleicht können wir das in der nächsten Folge mal ausprobieren. Da muss ich mir natürlich einen Trecker für mieten, weil die Legemaschine braucht schon recht viel Kraft und der Frontgrubber auch. Aber das wäre doch mal ein Plan. Ja, und ich bunker hier noch einmal ab. So.
Und dann war's das mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.